Euer Rat hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und ihr wollt ihm was Gutes tun? Wie wär's mit ein paar Schallzügen? Wann und wie ihr erkennt, ob ihr neue Schallzüge benötigt, zeige ich euch in diesem Video. Als Profi hatte ich immer das Privileg, auf elektronischer Schaltung unterwegs gewesen zu sein. Aber in dem heutigen Video zeige ich euch 7 Anzeichen, wann ihr euren Schaltzug an der mechanischen Schaltung wechseln solltet. Und dafür habe ich mein heißgeliebtes Colnago aus vergangenen Zeiten mitgebracht, das mit mechanischer Schaltung ausgestattet ist. Ein klares Zeichen, dass ihr euren Schaltzug wechseln solltet, ist, wenn der Gangwechsel hier am Hebel schwergängig ist. Hier kann ich alles easy mit einem Finger den Gang wechseln, kein Problem. Aber wenn ihr richtig Kraft braucht, um den Gang zu wechseln und es schwer sich anfühlt, dann ist es auf jeden Fall Zeit, seinen Schaltzug zu wechseln. Mit der Zeit gelangt Feuchtigkeit und auch Schmutzpartikel in die Außenhüllen und erhöht somit die Reibung zwischen Außenhülle und Schaltzug. Dann ist natürlich klar, dass das Schalten nicht mehr so einfach funktioniert und die Außenhüllen und der Schaltzug muss einfach gewechselt werden. Manchmal liegt es gar nicht am Schaltzug, sondern an der Mechanik im Hebel. Dazu muss man im Inneren die Mechanik wieder gängig machen mit Sprühöl oder Silikonspray. Manchmal muss man auch das Ganze entfetten, weil das alte Fett oder die alte Schmierung fest geworden ist und somit die Mechanik blockiert. Aber aufgepasst, wenn ihr Sprühöl oder Silikonspray hier verwendet, das verträgt sich nicht so gut mit den Bremsgummis und die werden dann weich und sitzen nicht mehr so straff, so schön an eurem Bremshebel. Deswegen vorsichtig beim Einsprühen oder den Gummi komplett abnehmen. Ein klares Zeichen dafür, dass der Schaltzug gewechselt werden sollte, ist, wenn der so aussieht wie der hier. Der ist total ausgefranst und ja, sieht nicht mehr schön aus. Dort ist hier diese Endkappe abhanden gekommen und mit der Zeit franzt sich der Zug aus und sieht echt nicht mehr schön aus. Am Umwerfer kann es sogar zu einem Platten führen, weil diese Dinger hier sind ziemlich spitz und die können sich in euren Hinterreifen bohren und somit zum Platten führen. Deswegen, wenn euer Schaltzug so aussieht, unbedingt wechseln. Wenn der Schaltzug oder die Außenhülle gebrochen ist, so wie diese hier, dann sollte man auf jeden Fall seinen Schaltzug wechseln, weil hier kommt Wasser rein, Schmutz. Das hat schlechte Auswirkungen auf unsere Schaltperformance. Ja, das kann daher kommen, dass man das Rad falsch abgestellt hat oder falsch gelagert hat oder beim Transport der Schaltzug zu sehr geknickt wurde und dann unter der Belastung gebrochen ist. Und dann sollten wir auf jeden Fall unseren Schaltzug wechseln mit Außenhüllen. Der Zahn der Zeit macht natürlich auch nicht für unseren Schaltkabeln Halt. Deswegen achtet mal drauf, ob an den Außenhüllen Merkmale für Korrosionen zu sehen sind. So wie dieser Herr, der ist sogar noch ein bisschen weggebogen. Der hat schon bessere Tage gesehen und sollte auf jeden Fall mal gewechselt werden. An den Schaltkabeln kann man auch manchmal so eine weiße Patina erkennen, wie hier an dem Köpfchen hier. Das ist auch ein eindeutiges Zeichen, dass der Schaltzug was älter ist und gewechselt werden sollte. Auch die Endkappen hier, die sind ganz gerne verrostet und gehören einfach mal mit der Zeit ausgetauscht. Und ja, die sind nicht super teuer, deswegen kann man das sich schon mal leisten. Ein entisolierter Schaltzug, Außenzug, sieht so aus. Das ist ein Metallkern und ja, Metall fängt irgendwann an zu rosten. Und Rost ist nicht gut für die Schmierung, für die Schaltperformance. Deswegen eindeutiges Zeichen, wenn hier Rost zu sehen ist, Außenhüllen und Schaltzug wechseln. Ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass der Schaltzug gewechselt werden muss, ist, wir fahren los. Fahren mit der dicken Mühle los, wollen hochschalten, aber es passiert nichts. Runterschalten passiert auch nichts. Was ist passiert? Wahrscheinlich Schaltzug gerissen. Bei einem außen verlegten Rahmen wird man es natürlich sofort sehen, dass der Schaltzug gerissen ist, aber bei mir hier in dem Fall sind die Züge innen verlegt und wir können nicht reingucken, aber wir drücken unsere Schaltung, betätigen unsere Schaltung, es passiert nichts, Schaltzug ist wahrscheinlich gerissen, also wechseln. Manchmal muss man auch 3-4 Mal drücken, bis endlich mal hinten was passiert. Das kann natürlich zu einem daran liegen, dass die Zugspannung nicht korrekt eingestellt ist oder im Verlauf des Zuges irgendwo eine Stelle ist, wo sich der Zug aufhängt und wir halt einfach mehr Kraft, mehr Klicks benötigen, dass der Gang wechselt. Das ist für mich auch ein klares Zeichen dafür, dass der Schaltzug mal gewechselt werden müsste. Nicht nur die Schaltzüge, natürlich auch die Außenhüllen.
Was natürlich auch überhaupt nicht geht, ist, wenn euer Rad die Schaltzüge zu kurz bzw. zu lang hat. Zu kurz sind sie, wenn ihr einlenken wollt und das Lenkrad gar nicht ganz rumbekommt, weil der Zug einfach aufhört. In meinem Fall kann man hier ganz normal einlenken zu beiden Seiten, also die Länge ist lang genug gewählt worden. Allerdings gibt es natürlich auch die andere Seite, zu lang. Das finde ich sieht einfach total doof aus, wenn man da so einen kilometerlangen Schaltzug vorne am Lenker hängen hat. Deswegen ist meine Devise so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Und dann hat man eine super Schaltperformance und ein schickes Rad. Ganz zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch. Der aufmerksame Zuschauer wird wahrscheinlich jetzt gemerkt haben, ich habe aufs kleine Kettenblatt hier geschaltet. Sieht schlecht aus, aber so entspannt ihr euren Schaltzug am besten, wenn ihr aufs kleine Kettenblatt schaltet und hinten aufs kleinste Ritzel. Da ist natürlich die wenigste Spannung auf eurem Schaltzug und er wird nicht unnötig gedehnt. So, das waren jetzt 7 Zeichen dafür, dass ihr euren Schaltzug wechseln solltet. Ich habe früher immer mir so ein Set gekauft und zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und vor wichtigen Rennen wie deutschen Meisterschaften meine Schaltzüge erneuert. Wie ist das bei euch? Wechselt ihr eure Schaltzüge selber oder lasst ihr das machen? Wie oft im Jahr wechselt die? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für weitere Werkstattvideos abonniert doch unseren Kanal GCN auf Deutsch. Außerdem würde ich mich über ein Like für dieses Video freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.